Hallo, ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ja, dieses hier ist jetzt definitiv das letzte Paket, was ich von dieser Schrottserie, muss ich ja leider sagen, jetzt aufmache. So, ihr merkt es sicherlich, meine Motivation, die ist gleich, die kommt einem Kühlschrank schon ziemlich nah, weil ich mir schon fast denke, was ich wieder für Dinos drin haben werde. So, aber jetzt gucken wir erstmal uns das wundervolle Spielzeug an, was sich da Ferrero zusammen kreiert hat. Langsam aber sicher kann ich auch verstehen, warum das Figurenmagazin aufgehört hat mit Videos machen. Weil, ja, das ist wahrscheinlich nicht nur bei Ferrero so. Das ist auch bei anderen Figurenherstellern auch wahrscheinlich, dass irgendwann kommen die an ihre Grenze, wo die Kreativität der, ja, wie soll man sagen, Spielzeugdesigner oder Figurendesigner am absoluten Nullpunkt angelangt ist. Und dann sieht man das ja hier auch an diesen Eiern, da kommt denn wirklich nur Scheiße bei raus, im wahrsten Sinne des Wortes. Da kommt denn absolute Scheiße bei raus. So, das haben wir hier drin jetzt. Und jetzt bin ich wirklich mal gespannt, ob ich jetzt den 25. Mal jetzt ein und dieselben Dinosaurier habe. Leute. Das ist nicht mehr wahr. Ich habe schon gar keine Lust, das eine aufzumachen. Ja, das war mir klar. Das war mir echt klar. Ja, ich werde jetzt noch mal. Es ist dieses Kung Fu Panda 3. Serie ist jetzt hier rausgekommen von Kinderüberraschung. Davon werde ich jetzt ein paar öffnen. Sollte es diese Vierer-Pakete von Kung Fu Panda 3 auch geben, werde ich mir so 3-4 Stück holen. Ist genau dieselbe Scheiße wie hier mit diesen scheiß Dinos. Werde ich definitiv auf diesem Kanal keine Ü-Eier mehr von Ferrero aufmachen. Ich sehe es dann einfach nicht mehr ein. Ich werde den Kanal dann, ja, ich sage mal, umstrukturieren. Es wird dann nichts mehr von Kinderüberraschung hier präsentiert, weil ich sehe es nicht mehr ein, so eine Scheiße, auf gut Deutsch Scheiße, noch zu unterstützen. Und für so einen Mist dann noch in irgendeiner Weise Werbung zu machen, sehe ich dann nicht ein. Also ich bin nicht nur sauer, ich bin jetzt richtig stinksauer. Weil das ist reine Verarsche, was hier läuft. Gut, ihr kriegt den Code noch. Dann könnt ihr euch das wenigstens angucken. Schreibt ihn euch ab.
oder gebt gleich ein bei Kinderüberraschung. Ich sage trotzdem danke fürs Zuschauen. Ja, ich hätte euch gerne was anderes gezeigt, aber dem ist nicht so. Also, tschüss, bis zum nächsten Mal.